Okay, es ist der so Samstag, der 18. Oktober 2014. Für alle, die die Wiederholung sehen, es ist jetzt live und wir freuen uns. Wir haben die Ehre, Gabriele Baron zu interviewen. Ein Thema, was für viele auch wichtig ist: Sprachen, Entdeckungsreise, Sprache. Und natürlich, viele stellen sich die Frage nicht, was ist Sprache? Wie lernt man eine Sprache? Was ist Kommunikation? Gabriele unterrichtet das auch. Wie nutzt man das Sprache, um authentisch zu kommunizieren? Und in der Schule, in der Ausbildung, im Betrieb, in der Werbung, in alles, was uns es leicht macht, Brücken zu schaffen mit anderen Menschen. So, wir haben Gabriele Baron über Skype zugeschaltet und wir schalten jetzt dann auch mit das Video, damit sie zu sehen und zu hören ist. Hallo, wir grüßen dich. Willkommen. Wunderschöne Frau. Hallo. Oh, danke schön. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich sehr. Danke, dass du dich zur Ehrt mich Verfügung auch. stellst. Ja. Ja, wir sind Freunde seit Jahren, seit lang und als ich gehört habe, eben, dass du ein neues Buch, natürlich über die Bücher haben wir oft nicht gesprochen, aber das interessiert mich schon. Ich bin auch Sprachlehrer oder war ich 23 Jahre Sprachlehrer, habe ich auch in der Pädagogik gearbeitet. Für mich war es sehr interessant, diese ganze Forschung, Sprache mit auch mit zu verbinden. Ich hatte mein Titel, was, wer bin ich? Also Integration mit Ausländern, mit italienischen Kindern, die Bedeutung der Sprache und der Identität. Ne? Wie kann ich meine Identität mit der Sprache ausdrücken? Und da bist du natürlich, weil du nur das machst, bist du Profi, deswegen freue ich mich, ja, was Neues zu lernen heute Abend. Locker, easy, entspannt und unter Freunde. Ja, was ist für dich eine Sprache? Erstmal zu Beginn. Das ist ja gleich eine ganz schwierige Frage. Sprache ist natürlich Ausdrucksmittel und Sprache, für mich persönlich ist Sprache auch Heimat. Also wenn ich eine Sprache gut beherrsche, dann bin ich darin zu Hause und dann kann ich alles ausdrücken, was mir wichtig ist. Ich kann es auch genau so ausdrücken, wie es mir wichtig ist. Und insofern finde ich es eben auch ganz wichtig, dass man mit seiner Sprache gut umgehen kann und dass man andere versteht, dass man sich verständlich machen kann. Und je besser man das mit einer Sprache kann, desto weiter ist auch die eigene Welt. Also mir gefällt auch ganz gut ein Satz von Wittgenstein, der mal gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und das kann ich voll unterschreiben. Also wenn ich irgendwo etwas nicht verstehe, dann fühle ich mich vielleicht unwohl, weil ich nicht weiß, was um mich herum genau passiert. Und deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass man weiß, was die Wörter bedeuten, die man benutzt, was sie dann im Zusammenhang bedeuten, wenn man sie benutzt und so weiter. Also ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Und was ich auch beobachte, ist, dass so die Sprachkompetenz bei Jugendlichen oft nicht so gut entwickelt ist, einfach weil sie in einem Umfeld aufwachsen, wo andere Sachen wichtiger sind oder wo man sich nicht die Zeit nimmt, so genau damit umzugehen. Und auch ein bisschen, denke ich, ist es in der Schule nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wir haben sehr viel geschrieben, wir haben sehr viel selber schreiben müssen oder dürfen vielleicht sogar. Und heute gibt es so ganz viele Übungen, wo es nur noch Lückentexte gibt. Da gibt es vorgeschlagene Wörter, die in diese Lücken reingehören. Und keiner muss mehr lange eigene Texte schreiben. Und ich denke immer, wenn ich das nicht übe, mich differenziert, also wirklich sehr fein auszudrücken, auch Unterschiede zu machen in der Bedeutung, dann kann ich das später eben auch nicht. Weiß nicht, vielleicht ist das mal, reicht das erstmal als Antwort auf deine Frage.
Ja, da hast du gleich, bist du gleich zur Sache gegangen. Sprache, Heimat. Und dann spricht ein Italiener und die Araceli als Spanierin. Und dann ist es für uns gleich Sprache, Heimat, Deutsch. Ja, noch nicht, aber das kommt auch. Schön. Ja, aber ich denke auch, jeder, der eine Fremdsprache lernt, je besser er sich die erschließt, desto eher hat man dann auch eine zweite Heimat. Also für mich ist die zweite Sprache, also die ich am zweitbesten kann, das Englische. Ich habe auch ein bisschen Russisch gelernt. Ich habe natürlich auch Latein gelernt. Insofern denke ich, ist das Verständnis für die romanischen Sprachen, auch für Italienisch, Französisch eher da, weil man sich viele Sachen ableiten kann. Und ich glaube, das wird auch unterschätzt, dass man Dinge sich herleiten kann, wenn man einfach mehr Erfahrung hat, auf mehreren sprachlichen Beinen steht quasi. Und für Menschen, die zum Beispiel hörgeschädigt sind oder sehgeschädigt sind, gibt es ja andere Sprachen quasi. Also ob man jetzt von der Brailleschrift oder von Gebärdensprache, auch da kann man sich verständlich machen, auch wenn eins der Organe, die wir normalerweise für Sprache benutzen, unterentwickelt oder nicht ausgeprägt ist. Und du selber weißt das besser als ich wahrscheinlich. Auch Kunst ist eine Sprache, Musik ist eine Sprache, Gedichte sind eine Sprache. Und das sind eben auch Sachen, die in meinem Buch zur Sprache kommen. Weil ich finde, wenn ich eine Skulptur eines Künstlers betrachte, dann weiß ich, wie grob oder fein er etwas ausdrückt oder ausdrücken kann mit meinem Erfahrungshintergrund natürlich auch Dinge daraus lesen. Und wenn ich meine Sprache gut beherrsche, dann kann ich darüber auch mit anderen Leuten reden und kann das anderen auch verständlich machen. Apropos, natürlich, apropos Ausländer, liebe Grüße von Ludida aus Frankreich. Sie grüßt Danke. uns. Oh, danke schön. Auch schöne Grüße. Sehr international heute. Ja, tolles Thema eigentlich, ne? Ja, total. Also das, was mich sehr anspricht, Gabriele, was ich fühle, ist so deine direkte Aussprache und in der Aussprache gleichzeitig irgendwie eine Vielfältigkeit, aber auch eine Einfachheit. Also ich glaube, dass es eine Kunst ist, dass man sich auf da, wo man gerade ist, sich einstellt oder einstimmt und schaut, welche Ja. Sprache da gesprochen werden will oder welche passt, ne? Ich glaube, das ist auch eine Ja. ganz wichtige. Und das, was mich total, ja, was ich einfach schön finde oder als Wertschätzung, so, dass es kein trockenes Thema ist. Also kein Theoriethema, ne? Wie viele meinen oder wie man es in der Schule vielleicht vermittelt bekommt, sondern einfach mit dir im Austausch zu sein mit diesem Thema ist so. Das ist so verbunden mit allem, mit Herz, mit Gefühl, also das ist überhaupt nicht getrennt voneinander und das ist sehr schön, das zu erfahren und zu erleben. Ja. Danke. Ich finde es auch ganz wichtig. Natürlich müssen wir ein paar Dinge über Sprache wissen, aber jedes Kind lernt sprechen, lernt richtige Sätze zu sprechen, richtige Wörter zu sprechen, ohne zu wissen, das ist jetzt ein Dativpronomen oder so. Ja, also die Bezeichnung der einzelnen grammatikalischen Phänomene kommt ja erst in der Schule und da geht das Problem mit der Sprache oft erst los. Also ich erlebe es ja immer wieder, dass Leute, also auch Kinder, Jugendliche, richtiges Deutsch reden, also keine Fehler machen, aber in der Bezeichnung der einzelnen Satzbestandteile oder sonst welcher Dinge dann die Fehler machen. Und das ist schade. Mein Buch zum Beispiel ist ja auch keins, was jetzt einen Lehrplan abarbeitet. Da kommt nichts vor, was jetzt eins zu eins aus dem Lehrplan abzuleiten ist.
ich finde viel wichtiger, dass man Spaß hat dabei, mit der Sprache umzugehen, dass man weiß, ach so, deswegen können wir sprechen oder ach so, so erfindet man neue Wörter oder ich wollte schon immer mal Witze erfinden und jetzt weiß ich, wie das geht, weil ich muss irgendwie eine falsche Fährte legen und dann so einen Überraschungseffekt einbauen und dann habe ich einen Witz erfunden oder wie schreibt man Gedichte, da gibt es natürlich Regeln, aber es gibt auch Gedichte ohne Regeln und dass man einfach den Mut hat, es zu versuchen und es zu machen. Und unter anderem habe ich das Buch geschrieben, weil mein eigener Deutschunterricht, den ich in der Schule erlebt habe, zum Teil stinkelangweilig war. Genau. Ja, da konnte man wirklich gähnend die Stunde halbwegs überstehen. Und das ist schade. Es gibt spannenden Unterricht. Und es gibt auch Lehrer, die das spannend machen. Aber mei, nicht so viele, glaube ich. Und das ist schade, weil Sprache einfach was Tolles ist. Und jeder weiß, wenn man eine neue Sportart anfängt, am Anfang ist es nur anstrengend. Und wenn man es dann kann, ist es toll und geht ganz leicht. Und genauso ist es mit Sprache. Am Anfang ist es schwierig und ja, vielleicht auch ein bisschen lästig, so ein paar Sachen zu lernen. Aber ich finde immer, wenn man Kinder beobachten, die jeden Tag neue Wörter lernen und die dann richtig benutzen, kann das so schlimm nicht sein. Also, ja. Gibt es, das interessiert mich auch persönlich jetzt, gibt es aus deiner Erfahrung bestimmte Begabungen, dass man eher für Sprache begabter ist als andere, auch in Fremdsprachen? Oder ist es jedem zugänglich und man muss bloß den richtigen Zugang finden oder Schlüssel oder wie es am besten geht? Oder ist es für alle gleich zugänglich oder gibt es da besondere Begabungen oder Nicht-Begabungen? Ja. Also ich glaube, dass es schon Begabungen gibt für das eine oder das andere. Also dass es Menschen gibt, die eher mathematisch, naturwissenschaftlich begabt sind, aber wie gesagt, Sprache lernt erstmal jedes Kind. Ja, und wer mehrsprachig aufwächst, der lernt auch mehrere Sprachen. Und man weiß ja heute auch, dass wer mehrsprachig aufwächst, mehrere Sprachen wirklich wie eine Muttersprache spricht, dass die flexibler sind, dass sie auch sehr kreativ sein können, dass zum Beispiel dann auch Demenz im Alter nicht so häufig auftritt, dass das einfach fit hält, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Also wenn man auch da flexibel ist und umdenken kann und verschiedene Worte für dasselbe hat und was anderes ist es nicht, wenn ich das in verschiedenen Sprachen machen kann. Also wenn ich Tisch und Table und was weiß ich alles denken kann. Ich weiß jetzt nicht, was Tisch auf Italienisch oder Spanisch heißt, aber wenn ich das immer übertragen kann und da ganz flexibel sein kann und jetzt spreche ich mit dem Französisch und mit derjenigen Spanisch, dann hält das jung. Also ich denke, es gibt Begabungen, aber trotzdem denke ich, dass jeder bis zu einem gewissen Grad Sprachen gut lernen kann. Vielleicht so der letzte Feinschliff nicht, aber das ist immer auch eine Frage der Übung aus meiner Sicht. Also ja, schön die Definition, Sprache ist Heimat. Und natürlich Heimat ist auch irgendwie auch Europa. Und deswegen hast du für mich genannt Lateinisch. Ich habe auch Altgriechisch gehabt. Und für mich war natürlich einfacher, Sprache zu lernen, dadurch, dass die Grundlage des Europa wurde einfach eher von den Römern gemacht, vom römischen Imperium. Und dadurch wurde auch Spanien verbunden, Frankreich, zum Teil Deutschland. Und dann noch, wenn du sagst, Sprache ist auch Kunst, das habe ich eben zum ersten Mal so mit dieser Autorität gehört. Und Poesie und so weiter, das finde ich schön, das ist für mich neu, ne? Und wesentlich ist eben, wenn das die Grundlage Heimat ist, ist einfach auch Ausdruck und es ist was Schönes, ne? Und nicht etwas, was schwierig ist zu lernen und so. Ne? Ja,
Und ich glaube auch, jede Landschaft hat ihre Sprache. Also wir haben ja auch Dialekte und das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist ja überall so, dass man in bestimmten Regionen ein bisschen anders sich ausdrückt, ein bisschen anderen Wortschatz auch hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eben die Landschaft an sich auch die Mentalität prägt und die Ausdrucksweise prägt und die Sprache prägt. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber das ist etwas, wie ich mir das erkläre, dass es einfach unterschiedliche Dialekte gibt und auch unterschiedliche Mentalitäten innerhalb eines Landes, ob ich jetzt im Süden oder im Norden oder im Westen oder im Osten wohne, das wirkt sich einfach aus auf Mentalität und Sprache damit auch. Ja, in der Comedy ist wissenschaftlich nachgewiesen von der Kayan, dass wenn er in der Schweiz fährt, alles langsamer wird. Und dass man sofort Strafzettel bekommt, wenn man schneller fährt. Ich habe einen Strafzettel von 200, weil ich 3 Kilometer schneller gefahren bin. Ne? Also genau. Eben irgendwie als die Preise passen sich den Bergen an. Ja, ist alles langsam in der Schweiz. Einfach, es gibt einen Grund, ne? Und die Landschaft, eben so wie du gesagt hast, das höre ich das jetzt auch zum ersten Mal, das stimmt, das prägt einfach auch die Menschen, ne? Die Schnelligkeit, ob es heiß ist oder kalt oder ob durch die Geografie auch alles langsamer wird. Ne? Oh ja, das kann ich bestätigen. Ich bin ja in Thüringen groß geworden und dann mit 6 Jahren nach Berlin. Viele Jahre in Berlin. Aha. Und da, also ich habe richtig, ja, viel, also ganz schnell, also richtig schnell gesprochen, also angepasst, ne, so wie alle. Und dann von Berlin nach Bayern und da musste ich mich wieder total umstellen. Und da bin ich wieder auch in der Sprache langsamer geworden. Stimmt, ja. Mhm. Ist interessant. Mhm. Ja. Mhm. Eben, Araceli auch, wenn sie Spanisch spricht. Wir haben eine spanische Party gemacht. Das war eine ganz andere Schwingung, wie wenn sie Deutsch spricht. Ja, ne? ich denke noch zu viel. So, ich wiederhole jeden Satz dreimal und trotzdem kriege ich nicht die richtige Grammatikalform für jeden Satz, was ich sage. So. Aber ich habe eine Frage für dich. Was denkst du, das ist die Beziehung zwischen Sprache und Intuition? Vielleicht ist es ein bisschen zu weit, aber es ist so, weil ich sehe, dass es gibt etwas, so meine Erfahrung mit, ich bin hier in eine, wie Ausländer in eine neue Land und dann ich habe viele Mal gefragt, bitte kannst du langsamer sprechen? Und ich habe mich gemerkt, dass die Leute nicht langsam sprechen können, manchmal. Und dann hatte ich die Frage, warum ist das? Und ich denke, meine Interpretation ist, dass wenn ich spreche, wie ich immer spreche, so es ist wie ein Schutz. So, es gibt einen Schutz, weißt du, weil ich, wenn ich langsamer spreche oder ich spreche in eine neue Art, dass ich nicht gewohnt bin, neue Sachen kommen und neue Informationen und neue, so ich habe dieses Gefühl, das so. Aber ich würde gerne, das ist die Richtung von meiner Frage, aber ich würde gerne deine Meinung hören. Ich habe ehrlich gesagt darüber noch nie nachgedacht. Aber wenn ich deine Frage jetzt so höre, dann denke ich, wenn man langsamer spricht als normal, hat man vielleicht sogar Angst, etwas zu vergessen, was man schon im Kopf hatte. Oder kann natürlich auch sein, dass man Angst davor hat, dass sich neue Gedanken dazwischen drängeln. Kann sein. Finde ich eine sehr spannende Frage. Und ich glaube, da sollte man einfach noch intensiver drüber reden und das einfach ausprobieren. Was passiert, wenn wir langsamer sprechen? Tolle Frage. Okay.
Ja. Keine richtige Antwort. Also aus Beobachtung, so aus Beobachtung oder was mir jetzt, dass, wenn ich langsamer spreche, dann ist irgendwie, dann erzähle ich das Wesentliche und nicht so viel drumrum. Also dann bin ich so, also dann merke ich während des Erzählen des Langsams irgendwie, dann fällt manches schon weg, weil ich merke, es ist gar nicht mehr wesentlich, das zu sagen. Mhm. So kriege ich das mit. Ja. So eigentlich kann gut sein. Ja. Also der beste Code, es gibt da zwischen Italien und der Schweiz eine Stadt, ne? Ein Bahnhof. Der heißt Chiasso. Chiasso heißt Lärm. Ne? Was ist Lärm? Krach, laut. Ah, okay. Und das heißt, man hat eine Stadt genannt für die Schnelligkeit Italiens, ne? Weil sobald man nach Italien... Und das heißt Lärm. Ne? Ich glaube, niemand hat richtig darüber nachgedacht, über den Namen dieser Stadt. Ne? Und warum einfach an der Grenze zu Italien eine Stadt Lärm heißt. Ne? Und auf die andere Seite Depression oder so. Oder Slow Motion oder so. Okay. Ja. Also früher schön. Früher hat man oft Dinge so benannt, wie sie waren. Also Flitterwochen zum Beispiel sind, wenn man dem Wortstamm folgt, sind das Flüsterwochen. Also Wochen, wo man sich leiser verhält, damit es die Öffentlichkeit vielleicht nicht so mitkriegt. Aha. Ja, weil man ja früher auch mit vielen Generationen unter einem Dach gelebt hat. Also man ist in Flitterwochen nicht weggefahren, sondern man war zu Hause mit allen Generationen im Haus. Aber es waren die Flüsterwochen. Aha. So die intimeren Wochen, die privateren Wochen. Und das Wort selber sagte das schon. Das weiß heute aber keiner mehr. Nee. Also früher wurden die Dinge auch so bezeichnet, wie sie waren. Und das passt ganz gut mit Chiasso zusammen. So, dann Basel sollte Rasen heißen, ne? Die deutsche Rasa. Okay. Was ich mich manchmal wundere und als nicht stimmig empfinde in der, ich weiß nicht, ob es in anderen Sprachkulturen auch so ist, aber jetzt in der deutschen Sprache, das ist so, also zum Beispiel wie, ja, hör doch mal zu, oder also statt hinhören, ne? Also dieses Wort zu gibt es so viel im Zusammenhang mit Wörtern, was für mich irgendwie, ne, wenn man der Bedeutung folgen würde, ja irgendwie zu, geschlossen heißen würde. Und für mich, also ich wundere, also... Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank kann man die Ohren ja nicht zumachen. Ja. Insofern ist es vielleicht nicht so schlimm. Lass es zu, also, ne? Statt, also hat eigentlich den Gegen... Als es wie es wirklich, ja, weißt du, ich meine? Ja. Wenn man mal der Worte richtig der Bedeutung spürt, ne? Aber zu hat ja auch die zu hat ja auch die Bedeutung von hin. Also ich fahre zu jemandem hin. Ah, okay. Zu. Also. Ja. Stimmt, ja. Ja. Stimmt. Okay. Also es ist, hat mehrere Bedeutungen, das Wort. Okay, dann kommen wir zu deinem Buch, was ich jetzt eben einblende. Also schön, einfach schön erstmal für mich darüber zu reden, weil über diese Fragen lernt man einfach auch viel, wenn man allgemein einfach über diese Themen spricht, weil das sind Definitionen, die man natürlich sonst nicht bekommt. Ne?
Okay, jetzt habe ich das Buch eingeblendet, also Entdeckungsreise Sprache. Da ist auch hier eine Landschaft, sein Jugendlicher, der über Bücher tanzt. Der Hintergrund ist bunt, ne? Und da fliegen die Worte und dann ist eine Landschaft da. Ne? Und dann Entdeckungsreise Sprache, wie wenn das ein Abenteuer wäre. Und 23 Ausflüge zur Erkundung der deutschen Sprache. Soll ja auch eine Entdeckungsreise sein. Ja. Warum ist diese Landschaft da, Nimtran, dieser Stadtplan? Also einfach, um es zu illustrieren, dass es auf Entdeckungsreise geht, dass man einen Weg nehmen kann oder einen anderen Weg nehmen kann. Und die Kapitel sind eben auch die einzelnen Reisen. Es gibt 7 Reisen mit unterschiedlich vielen Ausflügen, sind dann insgesamt 23. Und jeweils gibt es dann Übungen dazu, schöne Aufgaben, die zum Teil Spaß machen, die einfach spannend sind, wo man selber ausprobieren kann zu den unterschiedlichen Themen. Und das heißt auch die Landschaft, weil es auch geografisch auch verankert ist, wie du gesagt hast, Heimat. Ja. Okay. Ja. Für wen ist das Buch? Ist das jetzt für Jugendliche oder für Erwachsene oder... Für Ausländer. Es ist für alle ab. Für Ausländer wie ich. Es ist nicht wirklich für Ausländer oder für Deutsch als zweite Sprache geschrieben, sondern für Jugendliche. Wobei ich glaube, die kaufen das eher freiwillig nicht, weil die ja schlechte Erfahrungen mit Deutschunterricht haben. Es ist für ab 12 nach oben würde ich es gar nicht begrenzen. Ich glaube, dass fast jeder noch was drin entdecken kann. Ich glaube, ab 12 ist das richtige Alter, dass man sich über die meisten Dinge in dem Buch schon Gedanken machen kann. Und es sind so Übungen drin, wie man, dass man sich selber überlegen kann, wo kommt dieses Wort her oder wo kommt jenes Wort her, was könnte es für eine Bedeutung haben. Und wenn man dann nachschaut, hat man vielleicht sogar recht gehabt und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, Dinge zu entdecken und auszuprobieren und Spaß dabei zu haben. Und die erste Reise führt zum Beispiel dahin, dass man sagt, wie ist Sprache eigentlich entstanden, wieso können wir eigentlich sprechen, was ist der biologische Preis dafür, dass wir sprechen können. Dann geht es dahin, wie können wir Wörter erfinden, wie entstehen Wörter, woher haben wir die übernommen. Also wir haben ja Wörter auch aus anderen Sprachen entlehnt, aber wir können eben im Deutschen sehr gut neue Wörter bilden, indem wir verschiedene Wörter aneinander hängen oder andere Endungen dran machen oder Vorsilben davor setzen oder so. Also man kann relativ schnell und einfach Wörter erfinden. Und ja, ein Kapitel geht auch oder eine Reise geht auch eben dahin, wie überzeugt man andere, wie kann ich was erreichen, was ich erreichen will. Also für Jugendliche sicher interessant für Taschengelderhöhungen oder so. Also wie kriege ich das, wie kann ich das gut begründen? Und ja, wie entstehen Missverständnisse? Und in dem Zusammenhang geht es eben auch darum, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, Witze zu erfinden, weil ein Witz ist nichts anderes wie ein Missverständnis, und zwar wie ein geplantes Missverständnis. Das ist immer dann die überraschende Auflösung dazu. Dann geht es eben auch darum, wie viele unterschiedliche Sprachen gibt es eigentlich sogar bei uns. Also eben Gebärdensprache, aber es gibt eben auch die Hochsprache, die Schriftsprache, die Umgangssprache, dann gibt es wie viele Dialekte, dann gibt es natürlich die Jugendsprache, die zu jeder Epoche auch anders aussieht. Jugendliche müssen sich mit der Sprache abgrenzen, ist auch ganz wichtig. Dann gibt es natürlich Fachsprachen für verschiedene Berufsgruppen. Dann gibt es Comicsprache, die sich ja auch ändert mit der Art der Comics, die entstehen. Also Sprachen über Sprachen. Und eine Aufgabe in dem Buch ist ja auch, eine eigene Geheimsprache zu entwickeln. Das kann schriftlich sein oder mündlich, je nachdem. Und da gibt es verschiedene Prinzipien, wie man solche Sprachen entwickeln kann. Und Kinder können das dann einfach ausprobieren. Danach gibt es dann eine Reise,
in die Welt der verschiedenen Textsorten, also wie schreibt man Gedichte, wie sind Gebrauchstexte, ja, was weiß ich, Gebrauchsanweisungen, Hausordnungen, solche Sachen, aber eben auch, wie kann man einen Krimi entwickeln oder. Also ganz unterschiedliche Sachen, die es vielleicht den Jugendlichen leichter machen, Spaß an der Sprache zu haben und Lust darauf, wirklich die ganze Bandbreite auch zu nutzen. Dann gibt es natürlich auch Wörter, die wir aus anderen Sprachen importieren, aber es gibt eben auch die, die wir nur scheinbar importiert haben. Solche Wörter wie Handy, das ist ja nichts, was aus dem Englischen kommt. Das versteht man im Englischen gar nicht. Da heißt es ja Mobile Phone oder Cell Phone, aber wir sagen Handy und tun so, als ob das aus dem Englischen käme. Kommt es ja gar nicht. Und da gibt es eine Menge Wörter, die gar nicht aus dem Englischen kommen. Oder das Wort okay. Das ist eigentlich eine deutsche Erfindung. Das kommt nämlich aus der Druckersprache. Ja, das hieß ursprünglich O.K. ohne Korrektur als Abkürzung. Ja, und jetzt sieht es aus, als ob das als ist in Ordnung aus Amerika kommt. Tut es gar nicht. Ja? Das ist eigentlich die Abkürzung für ohne Korrektur. Ach, dann könnte ich auch ohne Korrektur sagen, wenn ich okay sagen will. Ja. Oh, das muss ich mir aufschreiben. Okay, ja. Das klingt total interessant. Das macht richtig Lust. Spannend. Das ja. macht Spaß. Ja. Also, ja. Ich finde. Und dann gibt es natürlich ja. auch. Ich finde, das sollte total. In der Schule, das sollte ein Lehrbuch werden. Also. Eindeutig. Es könnte eins sein. Es sind ja schon die Übungen drin, dass Lehrer das auch machen könnten. Ich habe von einem, der das Buch gekauft hat, die Rückmeldung bekommen, das Einzige, was ihm negativ aufgefallen wäre an dem Buch, wäre, dass es keine Lösungen gibt. Und das ist sicher auch was Lehrer vielleicht abhält. Es gibt zwei Seiten mit Lösungen, aber nur für ein paar Aufgaben, weil alles andere kann kreativ gelöst werden und da gibt es nicht die eine richtige Lösung. Und deswegen bin ich jemand, der dann auch keine Musterlösung vorschlagen will, weil entweder macht es dann keiner mehr selber, guckt nur immer nach, oder es werden keine anderen Lösungen mehr gefunden, weil da gibt es ja schon eine Musterlösung. Und das ist Quatsch, es gibt verschiedene Lösungen. Und deswegen ist das bewusst offen gehalten, dass man einfach mit Spaß die Dinge ausprobiert und nicht Angst haben muss, jetzt habe ich was falsch gemacht, sondern ich hatte einfach andere Ideen als die anderen. Super. Also das ist eher das Prinzip. Genau. Bist ja eine gute Lehrerin, würde ich gerne wieder in die Schule gehen. Ja, ich auch. Das ist toll. Also das sind eins nach dem anderen wirklich spannende Themen, ne? So woher die Worte kommen. Also ich setze manchmal, wenn jemand sagt, das ist Fehler, also ich habe das Wort intuieren. Gibt es das Wort? Ja. Ah, das gibt es? Wenn du es erfindest, gibt es das. Klar. Okay. Also dann, Wörter können jederzeit erfunden werden. Das Problem ist, ob die übernommen werden. Manche hatten sich gesagt, weil ich das Wort organismisch aus der Sicht des Organismus nutze, als nicht als Teilwahrheit, so als begrenzte Sicht, sondern als Sicht über alles, so wie das Organismus Staat, Organismus Stadt. Und viele konnten dieses Wort auch nicht verstehen. Ne? Die haben sich beschwert, weil sie nicht wussten, wo und wie. Ne? Okay, schön. Schön, das macht Dabei Mut. Aber erklärt sich wirklich. Ja. Das macht Mut, ja. Danke, ja. Ja, das ist, ich meine, Sprache lebt, Sprache soll sich ja weiterentwickeln. Ja, und es gibt ja viele, die befürchten dadurch, dass wir mit diesen Kurztexten, Kurznachrichten arbeiten, twittern und so, dass die Sprache ja verloren geht quasi. Und das kann ja nur passieren, wenn wir die Schriftsprache nicht mehr beherrschen.
Sonst ist ja das Twittern einfach nur eine schriftliche Umgangssprache. Es ist ja dann praktisch nochmal eine neue Sprache. Setzt aber voraus, dass wir die normale Schriftsprache beibehalten. Wenn wir die nicht mehr lernen, dann geht das mit der Sprache schon den Bach runter. Also dann kann man sich nicht mehr so fein ausdrücken, wie wir es jetzt noch können. Aber wenn wir die Kurzsprache, also diese schriftliche Kurzsprache, als zusätzliche Sprache entwickeln, dann ist das ein Gewinn. Also ich denke immer, es ist die Frage, wie gehen wir mit den Dingen um, und dann kann das immer alles auch eine Bereicherung sein. Jetzt so meine Beobachtung ist, dass wir tendieren, meistens zu lesen, aber nicht zu schreiben. Okay. Wie ist das ein Gleichgewicht? Deswegen, ich sage manchmal, okay, wir schauen Jahrzehnte Fernsehen, anstatt Fernsehen zu machen. Ne? So das gleiche Gleichgewicht, lesen wir vielleicht zu viel und schreiben wir zu wenig? Ist da ein Gleichgewicht, ein Ungleichgewicht, oder bringt es was, wenn wir mehr schreiben und weniger lesen? Das ist natürlich für die, die nur lesen und nie sich ausdrücken mit Schreiben. Ne? Ja, also Lesen schult natürlich das Sprachbewusstsein, das Sprachverständnis auch ganz enorm. Also ich bin ein Freund davon, auch viel zu lesen. Ich glaube, dass auch, also Schreiben ist wichtig, auch mit der Hand schreiben ist wichtig, weil einfach das Gehirn ganz anders mitarbeitet, ganz andere Dinge im Gehirn passieren, wenn wir mit diesen runden Bewegungen Schreibschrift schreiben, ist auch ganz was anderes, als wenn man nur Druckschrift, dieses Abgehackte, schreibt. Auch anders, als wenn man auf der Tastatur schreibt. Ja, total. Deswegen Hand ist eine gute Sache. Reden in ganzen Sätzen ist auch eine tolle Sache. Das schult ja auch. Also diskutieren, miteinander, debattieren vielleicht auch. Also einfach einen Standpunkt vertreten und dazu verschiedene Dinge anführen können, ob ich das jetzt schriftlich oder mündlich mache, ist nicht so ganz entscheidend, denke ich mal. Also beides ist wichtig. Dadurch, dass wir eben sehr viel visueller sind und dass wir sehr viel mehr einfach nur schauen, Bilder anschauen, Fernsehen schauen, dieses Fernsehen, Internet gucken, hat zugenommen, und da wird nicht mehr so viel gelesen aus meiner Sicht, sondern es wird viel mehr nur Bilder angeschaut und nur kurze Sachen wahrgenommen. Und das lenkt ein bisschen davon ab, die Sprache wirklich gut zu beherrschen. Also ist mein Eindruck. Aber eben, wenn jemand, was ich oft begegne, sind Leute, die sagen, ich weiß, ne? Ich habe schon für meine Studien, für jede Prüfung meine 100 Bücher gelesen. Aber dieser Gleichgewicht, früher mussten wir oder haben wir öfter Aufsatz geschrieben. Ne? Das heißt, hier entwerfe etwas. Heute bin ich manchmal, erschrecke ich mich, weil viele Leute sagen, ich weiß, weil sie es gelesen haben. Sage, ja, okay, du weißt. Aber das haben sie nicht selber. Aber kannst du das auch? Ne? Ist es deins, das, was du gelesen hast? Es ist angeschlossen. Kannst du auch schreiben? Ja, und in dem Zusammenhang ist ja wichtig, dass ich, wenn ich etwas mir erlesen habe oder erfahren habe, dass ich es mit eigenen Worten verarbeiten kann. Genau. Also, dass ich mir selber Gedanken dazu mache, dass ich es vielleicht auch weiterentwickle und dass ich meine Sicht der Dinge auch darstellen kann. Okay. Und da gebe ich dir völlig recht, da ist Schreiben eine ganz gute Methode, weil man kann länger darüber nachdenken, bevor man es aufs Papier bringt, und es sind dann die eigenen Gedanken oder die Gedanken in eigenen Worten auf jeden Fall. Und das ist was anderes, als es sich nur anzulesen. Das ist das Gleiche, wenn ich etwas nur lese, aber nie ausprobiere, dann werde ich
Also wenn ich lese eine Anleitung, wie man schwimmt, dann kann ich sagen, ja, ich kann schwimmen, weil ich weiß, wie es geht, aber ich kann es nicht. Hm. Ich muss ins Wasser springen, um es zu können. Ja, vielleicht zu können. Und Denken und Schreiben gehört für mich auch ganz stark zusammen. Und dafür ist das Werkzeug die Sprache. Und je öfter ich sie benutze und je feiner ich sie anwende, desto besser ist mein Werkzeug. Ich habe auch noch eine Frage. Ich beobachte mich, ich bin einfach ein sehr Gefühlsmensch. Und wenn ich Sachen erlebe, durchlebe, oder speziell jetzt bei mir durch einen Tanz und ich möchte danach das in Worten zum Ausdruck bringen, dann beobachte ich mich, wie ich dann sage, ich habe das Gefühl, ich kann das, was ich gerade empfunden, gefühlt habe, fällt mir so schwer in Worte zu fassen und dann habe ich oft immer gesagt, Worte begrenzen das jetzt. Also irgendwie als wenn ich, was rätst du mir da? Also ich habe manchmal das Gefühl, die Sprache begrenzt mich dann in dem, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen möchte oder gefühlt habe. Was wäre da eine Brücke für mich? Sabine, die körperliche Ausdrucksweise, also wenn du tanzt zum Beispiel, dann zeigt das ganz viel. Hm. Und das in Worte zu fassen, ist eine riesen Übersetzungsarbeit. Also, und ich glaube, das ist etwas, was wir in unserer rationalen Welt nicht gelernt haben, Worte für Gefühle zu haben. Hm. Und da muss man sich erstmal rantasten, wenn man das nicht gelernt hat, wenn man das lange nicht gemacht hat, wenn das in der Umgebung nicht gefragt ist oder vielleicht sogar auch nicht gewürdigt wird, dann ist das, je älter man dann ist, umso schwieriger, sich solche Wörter wieder anzueignen oder zu überlegen, was ist denn das entsprechende Wort für dieses Gefühl oder für diese Bewegung oder für diese, für das, was ich gerade ausgedrückt habe mit der Bewegung. Ich weiß nicht, wenn man in einer Atmosphäre aufwächst, wo mehr Emotionen zugelassen sind oder wo Gefühle viel wichtiger sind, als jetzt zu funktionieren und Erfolg zu haben, dann ist das auch einfacher. Also ich glaube, dass, sagen wir mal, Naturvölker das sicher besser können, als wir das in unserer sogenannten Zivilisation können, weil es oft heißt, jetzt sei nicht so emotional oder jetzt sei nicht so lustig, sondern sei nicht so, sondern benimm dich mal ordentlich und erledige deine Aufgaben. Und wenn das so ist, dann fällt es uns einfach wieder schwer, solche Dinge in Worte zu fassen. Mhm. Die Worte sind sicher da, also die gibt es. Mhm. Ja, aber das zuzuordnen ist eine eigene Aufgabe, das zu lernen. Mhm. Also ich verstehe dich sehr gut, weil es sehr, sehr schwierig ist, Dinge auszudrücken, die wir nicht von klein auf vielleicht sogar gelernt haben, dass es da Worte gibt. Eben. Danke. Das ist die eine Ebene. Dann, also in Salzburg habe ich einen Vortrag gehalten aus der Sicht der Intuition, was wir sagen und was wir meinen. Ne? Mhm. Ob das, was wir sagen, auch stimmt mit das, was wir eigentlich mitteilen wollen. Ne? Und das ist natürlich die Verbindung, so wie du gesagt hast, die Naturvölker mit Tanzen, Töne, Bewegung, also Sprache ist natürlich alles. So wie zum Beispiel die Oper, für mich die Oper, das war immer Sprechen mit Singen. Ne? So, das heißt, eben die Frage ist, inwieweit ist dieser Gleichgewicht, dass wir das sagen, was wir wirklich sagen wollen. Weil oft, wenn man die Mimik schaut und sagt, ja, ich liebe euch, dann kommt, nee, der hasst uns. Ne? Oder so, also dieses Erkennen, das, was die Leute sagen, nicht entspricht an das, was sie denken und so. Ne? Es gibt ja neuerdings die letzten Jahre,
die das Diktat schon fast, politisch korrekt sich auszudrücken. Also dass man bestimmte Dinge gar nicht einfach so sagen darf, wie man es meint, sondern ja, also ich finde, das ist eine Einschränkung. Ja, auch also wenn wir uns an die Grundregeln halten, sagen wir wollen keinen beleidigen und wir wollen fair miteinander umgehen, finde ich, würde das reichen. Aber einfach zu verbieten, bestimmte Wörter zu benutzen oder so, das finde ich ein Blödsinn. Ja? Also mittlerweile werden ja Kinderbücher umgeschrieben von, also wo früher von der kleinen Hexe die Rede war, darf das heute nicht mehr so heißen oder so, weil das dann diskriminierend wäre. Allein solche Regeln schränken ja schon ein. Und dann gibt es sicher auch Sachen, was ist sozial erwünscht, was ist, wo glaube ich, dass die Leute mich dann nicht mehr mögen, wenn ich das sage. Viele haben ja Angst, etwas zu sagen, was sie wirklich denken, weil sie glauben, dann werden sie gesellschaftlich vielleicht ausgeschlossen. Also ich denke, da hängt ganz viel Einschränkung durch Gesellschaft mit zusammen auch. Sarrazin zum Beispiel, ne? Zum Beispiel, ja. Ja, es gibt ja viele, viele Sachen. Und man sagt, ja, warum eigentlich nicht? Also, spannend, spannend. Ja, ich hatte die Erfahrung, dass ich sollte im Public sprechen, als ich nicht, ich war in einem Englischfeld und jetzt bin ich in einem deutsches Feld und ich habe nicht die richtigen Worte sehr oft. Und dann, ja, sehr oft. Also. Und dann, aber ich hatte total tolle Erfahrungen gemacht, wenn ich nicht auf den Worten konzentriert habe, sondern über die Energie. So, ja. Und das ist auch der Grund, dass ich habe gefragt, was ist die Verbindung mit Intuition, weil manchmal so an, ja, ich habe mit 30 Englisch gelernt und dann am Anfang musste ich von im Public sprechen über Mitgefühlen und über Prozesse und ohne Worte konnte ich so viele Sachen sagen. So, das war unglaublich so für mich. Und ja, so, es ist total so, es gibt eine Technik und das heißt Deutsch oder Spanisch, aber es gibt Sprache ist etwas viel mehr auch als Worte, ja, oder? Ja. Ja, ich mache oft die Erfahrung, auch wenn ich Seminare gebe zum Thema Texten, wenn ich eine Übung mache, wo die Teilnehmer abgelenkt sind, dadurch, dass ich, also dann müssen sie zum Beispiel irgendwelche unpassenden Wörter mit in einen Text verarbeiten. Und dann sind die so darauf konzentriert, diese falschen Wörter da einzubauen, dass automatisch die Gliederung richtig ist, der Text viel lockerer wird, die Sätze viel kürzer sind, als wenn sie sich so ganz drauf konzentrieren, wie sage ich es jetzt genau, wie rum ist es richtig. Und insofern hast du absolut recht, wenn du sagst, die Energie ist wichtig und nicht sich darauf zu konzentrieren, jetzt das richtige Wort zu finden, sondern das kommt dann schon von alleine, wenn man sich darauf verlässt, dass man das schon weiß und dass das Richtige kommt. Mhm. Also das ist wirklich spannend, dass das funktioniert. Wow. Und das kann ich auch nur bestätigen, also im Zusammensein mit dir, selbst wenn nicht das richtige Wort kommt, das ist so, also vielleicht gerade deswegen, weil du noch nicht, also ne, sich so sicher fühlst mit der Sprache, also zwischen den Zeilen, also die Energie, die da mitschwingt, das Gefühl, die alles, also ich 1:1, ich verstehe dich, also ich verstehe dich, auch wenn nicht die Worte da sind. Das ist ganz, ganz stark. Und das ist ja auch eine Form von Sprache, wie man die auch immer nennt. Und das liegt sicher
Ja, das liegt sicher mit daran, dass der Körper mitspricht. Ja. Also Körpersprache ist ja auch eine eigene Sprache. Und wenn die Körpersprache mit den Worten oder mit dem, das, mit dem, was man sagen möchte, übereinstimmt, dann spricht der Körper schon richtig. Aber wenn ich den Körper schon verkrampfe, Ja, wir sind da. Wir sind da, ja. Wenn sich der Körper schon verkrampft, dann kann ich da ja keine Unterstützung mehr haben. Also das ist ja vielleicht wie in der Schriftsprache, dass man die richtige Schrift nimmt für die Aussage, die man machen möchte. Also wenn ich besonders, vielleicht besonders innovativ bin, dann kann ich keine verschnörkelte Schrift nehmen für das, was ich sagen will. Wenn ich aber eher Traditionelles ausdrücken will, dann ist eine ganz glatte, gerade Schrift wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Also da geht es immer darum, dass ich das auch in der richtigen Form unterstütze. Und das macht der Körper, wenn wir uns unterhalten zum Beispiel. Ja, das ist so interessant, ne? Weil wenn man über Sprache denkt, denkt immer etwas mental. Mhm. Aber dass diese mental nicht funktioniert ohne körperlich, das ist auch sehr... Ja, sehr gut zu hören. Ja. Ja. Und wenn man jemand, also mir geht es so, wenn ich jemanden zuhöre oder in einem Vortrag bin, das was sehr mental ist, dann kommt es egal und der kann noch so schöne Worte und alles, es ist anstrengend für mich und es kommt nicht. Wie als würde das nicht fruchten. Also ich weiß dann nach dem Vortrag, auch wenn der wirklich perfekt ausgearbeitet ist, ich weiß danach nichts mehr. Also wie als gibt es vielleicht auch verschiedene Veranlagungen, wie man Worte oder wie man da veranlagt ist. Ne? Ein anderer würde perfekt das wiedergeben können. Ich kann das nicht, wenn das nicht auch mit dem Gefühl verbunden ist oder praxisbezogen oder wie auch immer. Ich glaube, da ist auch jeder ein bisschen anders. Ja. Ja, also zum einen muss es authentisch sein. Ich denke, nicht jeder kann alles ausdrücken richtig. Wie gesagt, wenn der Körper was anderes sagt als die Stimme, dann tut man sich schwer, die richtige Botschaft rauszulesen. Und wenn das zusammenstimmt, dann ist es gut. Und jeder von uns hat natürlich auch oder speichert anders, merkt sich Dinge anders. Und für den einen ist die praktische Anwendung wichtig, für den anderen ist vielleicht die Struktur wichtiger, für den nächsten ist der Klang wichtig, der unterstützt. Also ich persönlich tue mich schwer, mir zu merken, wenn die Stimme komisch ist, also wenn die Stimme nicht zur Aussage passt oder wenn ich die Stimme unangenehm finde, dann habe ich es schwieriger zuzuhören. Dir fehlt vielleicht die praktische Anwendung, du sagst ja, wozu soll das jetzt nützen? Also da hat so jeder seins, dass es leichter versteht oder sich besser merken kann. Mir fällt... Spannend, ja. Aber ich... Bist du mit dem, weil es was anderes ist? Okay, so den ich folge. Ja. Der nächste, wie ist. Nee, hast du noch was zu dem Thema? Ja, aber vielleicht abschließend eben. Das spannende Themen, Sprache und Körper sind nicht untrennbar. Die kommen vom Körper und die haben eine Auswirkung auf den Körper. Also man kann auch sich dann zurückziehen oder entspannen oder ärgern oder sich freuen. Also Sprache und Körper sind nicht getrennt. Ist nicht der Verstandesebene, sondern ist immer eins. Ne? Ja. Mir ist noch was eingefallen, weiß nicht, warum das jetzt. Ein Beispiel noch. Meine Tochter ist in Berlin aufgewachsen und ist das erste Schuljahr in Berlin in die Schule gegangen. Und hatte dann sozusagen ja dann schreiben gelernt in ihrer Form. Und dann sind wir nach Bayern umgezogen. Und dann musste sie komplett das Schreiben sich umgewöhnen. Das wurde dann als falsch, nicht richtig. Sie musste dann irgendwie verschnörkelter oder
komplett lernen, anders zu schreiben. Und dann habe ich auch gemerkt, mit der Sprache, also das hing dann auch, ne, wird ja natürlich in Bayern anders gesprochen, auch als in Berlin. Also es war wie, also ich war dann richtig verunsichert und richtig, ja, wie? Also es war dann schwieriger, auch das fällt mir gerade ein, das Heimatgefühl dort zu finden, weil sie das Gefühl hatte, sie ist da erstmal falsch, ne? Ja. Das war wahrscheinlich wirklich wie ins Ausland gehen, weil wenn man auf eine bestimmte Weise das erste Mal die Handschrift lernt und dann gleich umlernen muss, vielleicht in diese angeblich vereinfachte Ausgangsschrift, die ist ein bisschen schnörkeliger, finde ich, dann ist das für Kind natürlich enorm schwierig, ganz klar, so früh nochmal umzulernen. Ne? Ja. Und wenn dann ein anderer Dialekt dazu kommt, schon von der Sprachgeschwindigkeit ein Unterschied da ist und die Mentalität ist ein bisschen anders, dann ist das schon enorm. Das ist ja wirklich wie eine Fremdsprache zu lernen. Mhm. Also das glaube ich, dass das große Schwierigkeiten macht. Mhm. Aber dass da so Unterschiede, also es wundert mich, ne, so Unterschiede gemacht werden, ja. Mhm. Okay. Eigentlich unterstützt das, was wir eben gesagt haben, ne? Ja. Dass die Mentalität räumlich verknüpft ist, landschaftlich vielleicht verknüpft ist. Ja. Okay, also wir haben heute natürlich, ist die Begeisterung für diesen Themen, viele Fragen durcheinander gestellt, weil es am Anfang, es ist so wie eine Übung, sag erstmal so wie ein Mind, wie sagt man, ist diese Übung, wenn man erstmal alles sagt, was kommt, ne? Aber eben, wir haben noch eine Sendung geplant, aber für mich sind die Themen schon, jeder einzelne Thema, was du angesprochen hast, auch in deinem Buch, wichtig. Und deswegen, vielleicht ist es gut, dass die Sendungen nicht so lang zu machen, dass wir dann auch in spezifische Themen, dass wir uns leisten, Thema für Thema auch reinzugehen. Und total gerne. Mit vielleicht eine kleine Übung, das Erfinden von Wörtern oder was wir auch hier live, können wir die Zuschauer fragen, bitte, oder eben ein Fehler so in einem Satz. Also alle Themen, die du angesprochen hast, sind spannend. Und eben jetzt einmal irgendwie alles. Und deswegen die Einladung, einfach können wir das dann danach sprechen, über Sprache, weitere Themen und weitere gezielte Themen reinzugehen, weil wenn du Lust hast und möchtest, weil es einfach spannend ist. Ne, das habe ich einfach auch gesehen. Jetzt nochmal auf dein Buch Entdeckungsreise Sprache. Haben die Lehrer Zeit, das zu lesen? Die müssen natürlich ihren Lehrplan durchkriegen. Ne? Das Buch ist eigentlich gar nicht so textintensiv. Also es gibt immer so ein, zwei Seiten Einführung in ein Thema und dann sind es Übungen. Und die Übungen, denke ich, die kann man immer mal einstreuen. Man muss auch nicht das ganze Buch durchgehen. Es reicht oder man kann einfach hier mal eine Übung machen und da mal eine Übung machen. Vielleicht auch in Vertretungsstunden. Also es gibt sicher genug Gelegenheiten, wo man Übungen aus dem Buch machen kann, die alle helfen, mit der Sprache besser umzugehen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt die Lektion Grammatik ist, die man vielleicht gerade nach dem Lehrplan braucht. Aber es sind ganz praktische Dinge eben, mit denen man einfach im Leben mit der Sprache weiterkommt. Das heißt, so wie du das erzählt hast, wenn man beginnt, kann man gar nicht mehr aufhören, weil die Reihenfolge, wie du es gesagt hast, es ist so spannend, dass man einfach auch gar nicht, das heißt, es ist gut zu beginnen. Okay. Ja, möchtest du noch für das Buch noch was, ist noch was Wichtiges zu sagen? Ich glaube, das haben wir jetzt alles gesagt, was wichtig ist. Ja, ja. Glaube ich schon. Ja, danke schön. Und natürlich, ich hätte natürlich noch Fragen, was du mit uns machen würdest. Ein Kurs hier zum Beispiel, weil ich sehe, bei mir mangelt es an einiges. Ne? Oh.
Und oder ich würde gerne diese Abenteuer auch mit dir, die Art, wie du das machst, und es ist sehr fein, sehr, ja, fühlend und sehr mitnehmend, sehr abenteuerlich, sehr interessant. Und ja, und deswegen würde ich einfach gerne von dir etwas lernen. Weil im Medienbereich, Sprache ist natürlich auch Medien, ne? Und Sprache ist ein bisschen auch mein Manko, ne? Ja. Jo. Schön. Ganz lieben Dank an euch. Mir hat es Spaß gemacht mit euch, weil ihr so, ja, so interessiert wart. Aber vielleicht nochmal, warum hast du angefangen, Sprache zu forschen? Habe ich vergessen. Weil ich Sprache wichtig finde. Ich finde, ich habe schon als Kind immer darauf geachtet, die Dinge so auszudrücken, wie sie mir wichtig sind. Ja, meine Mutter war nicht immer ganz einverstanden. Die hat immer gesagt, wieso musst du jedes Wort auf die Goldwaage legen? Also ich war schon immer sehr kritisch dann auch. Für mich war das eine gute Schule. Und ich finde, es nützt einem in jeder Situation, wenn man sich genau ausdrücken kann. Okay. Und auch wenn man verschiedene Ebenen ja, bedienen kann, sage ich jetzt mal. Weil wenn ich mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen bin, mal muss ich mich gewählter ausdrücken, mal muss es wissenschaftlich sein, mal kann es einfach nur aus dem Bauch raus sein. Und wenn man das alles kann, dann hat man einfach die ganze Bandbreite vom Leben. Schön. Super. Okay. Ein Naturtalent sozusagen. Okay. Geübt vielleicht. Ja, das ist eine Entscheidung. Feinheit in dieser Form der Kommunikation, und jeder schenkt der Welt etwas. Das ist das, was du schenkst. Dir in erster Linie und dann der Welt. Okay, dann blende ich das Buch jetzt nochmal ein. Entdeckungsreise Sprache, 23 Ausflüge. Das heißt, es ist nicht so im Klassenzimmer sitzend und lernen, sondern sind Ausflüge zur Erkundung der deutschen Sprache. Dankeschön. Vielen Dank, Gabriele. Ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank.